Sharon Zucker, dich kennt man vor allem als Stimme von Radio 1. Jetzt fängst du dann auch als Tonbloggerin bei Westnetz. Was ist deine Beziehung zu Zürich West? Ich wohne dort seit 20 Jahren und ich kann es mir nicht vorstellen, in einem anderen Quartier zu wohnen. Also ich bin dort richtig verwurzelt. Bist du seit 20 Jahren in der gleichen Wohnung? Nein, das nicht. Aber immer innerhalb des Quartiers gewechselt, also sehr nahe. Wirklich eingefleischt in Zürich-West? Eingefleischt, ja. Also wirklich, ich habe das alte Palais X-Ray erlebt, das Schöller-Areal, das Milvus, alles. Die ganze. Ui, das ist ja wirklich, das ist wahrscheinlich, ich meine, im Radio 1 für Erwachsene kennen das vielleicht noch welche, aber erzähl mal noch schnell, das Milvus, habe ich ganz vergessen, dass es noch gegeben hat. Das Milvus, das ist jetzt, nebendran steht jetzt Sphäre, die Buchbar. Und das war ein illegaler Club, sehr so ein Geheimtipp. Die Macher von Milvus haben dann nachher ein Lauf gegründet im Seefeld. Und mir ist einfach durch das Zürich West durchgezogen vor 20 Jahren, go Clubbing machen. Und es hat Celtic Frost hat immer gespielt, wo dann später sehr grosse Metalband geworden sind. Ist das, was jetzt sagst ja, du mir ja, etwas, was ja. Ich nicht gewusst habe? haben auch zu den Betreibern gehört. Was gibt es sonst noch, was dich in Zürich West hebt, was gefällt dir dort? Ich glaube, die ganze Stadtentwicklung fängt dort an und hört dort wieder auf. Also man ist wirklich so am Puls von der Stadtentwicklung. Es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Und das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Du bist seit 20 Jahren, du hast all die Wechsel mitbekommen. Wenn du sagen müsstest, was hat sich am meisten verändert? Kann man es überhaupt sagen? Ja, ich glaube, die Leute. Also vor 20 Jahren war es wirklich so, da haben die Gartenzwerge-Leute neben irgendwelchen Werbern gewohnt. Und durch das, dass das Quartier so trendy geworden ist, ist es auch teurer geworden. Es kommen mehr Leute wohnen, die halt Geld haben, Doppelverdiener. Und das ist schon etwas anders. Also so die absoluten Freaks, die verschwinden langsam. Das ist schade eigentlich. Das macht dir ein bisschen Sorgen? Ein bisschen schon, ja. Und in weiter 20 Jahren bist du immer noch in Zürich West? Ich glaube schon, ich bin so ein Heimwehkind. Wunderbar, dann werden wir noch ganz viele Kolumnen von dir hören.